So Leute, weiter geht's mit MLB The Show und entgegen dem, was uns gerade bei den Recent Performances angezeigt wird, so schlecht sind wir gar nicht, wie es da steht. Also die letzten Spiele waren tatsächlich relativ solide, würde ich fast sagen. Wir sehen momentan, wir sind bei den Shortstops zwar immer noch auf quasi Nummer 3 im Team, aber ich finde, wir haben uns nicht so schlecht geschlagen, um ehrlich zu sein. Also diese Nuller Percentage-Schnitt, der da gegen Northwest Arkansas drin steht, da kann irgendwas nicht stimmen, um ganz ehrlich zu sein. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber wir haben ja gesehen, beim letzten Mal hatten wir einen 2,25er oder 2,52er Schnitt oder sowas. Also war eigentlich ein relativ solides Spiel. Wir haben eine Menge Sachen rausgefunden und das ist, glaube ich, das Interessanteste. Denn wir haben ja beim letzten Mal rausgefunden, dass ich tatsächlich durch dieses Erahnen, diese Erahnen-Funktion des Pitchers rausfinden kann. Wir sparen uns heute das Warm-up. Oh, warum habe ich denn einen pinken Schläger? Habe ich einen pinken Schläger beim letzten Mal erstellt? Nein, eigentlich nicht. Warum habe ich einen pinken Schläger? Na gut, wir fühlen uns heute halt so ein bisschen weiblich. Oh, die haben alle pinke Schläger. Das sind wahrscheinlich Trainingsschläger. Oh, da ist gerade ein Bug. Ist das ein Bug? Da kommt das. Das ist mit Sicherheit ein Bug, oder? Warum zum Geier haben wir alle pinke Schläger? Na, oh, ist das vielleicht, The show's continuing coverage of minor league baseball is on the air. Ich sag's gleich, wenn wir pink in the stands and on the field for this Mother's Day matchup between the Northwest Arkansas Naturals and the Springfield Cardinals. Ja, wir haben es gehört, es ist Muttertag heute. Ich dachte jetzt, das liegt vielleicht damit irgendwie zusammen, weil wer US-Sport kennt, der weiß, es gibt zu bestimmten Momenten im Verlauf der Season gibt es diese Pink-Aktion, um auf die Krebshilfe aufmerksam zu machen. Zum Beispiel habe ich ein Chicago Bears-Shirt, ich bin ja großer Football-Fan, auf dem steht Real Chicago Bears-Fan wear pink, was großartig ist, das Shirt. Einfach weil 100% von dem, was oder 90% von dem, was mit dem Shirt eingenommen wird, sind, dann geht an die Krebshilfe und sowas. Also ein sehr ehrenwerter Zweck. Und ich dachte, das hängt hiermit zusammen, aber ich glaube, es liegt am Muttertag. Das ist natürlich sehr cool. So, ich erahne mal, dass er nach... Also ihr seht es hier gerade, ich habe es ja vorhin erwähnt, wir haben diese Ahnenfunktion, das, wenn ihr nochmal die erklärt haben will, schaut nochmal rein. Damit kann ich erahnen, wohin wirft der Kerl ungefähr. Und ich sage jetzt mal, er wirft nach da oben. Und wenn das stimmt, wäre mir das angezeigt worden. Das Problem ist, wir haben gerade den zweiten Strike gegen uns. Ja, wo könnte er kommen? Ich gehe nochmal auf die Seite. Das heißt, wenn er dann genau in diesen Rahmen wirft, dann wird uns das angezeigt. Und wenn der Ball schlecht gewesen wäre, dann hätte ich nicht schlagen müssen. In dem Fall Strikeout. Also es no runs on no hits. One error in the inning, but a man left stranded. We'll go now to the top of the third. The Naturals lead it 3-0. Ja, das war kein guter Anfang. Ich glaube, ich verzettel mich schon wieder dazu, dass ich zu viel rede. Ja. Hier kommt es jetzt drauf an. Defensive. Offensive momentan komplett irrelevant für uns. Aber die Defensive zählt wirklich. So, wir sehen, Double Play wird angezeigt. Oder Double Play wird vom Manager gewünscht. Also hoffen wir mal natürlich das Beste. Ist der Ball einigermaßen... So, raus und... Ja, Double Play hat funktioniert. Sehr schön. Ja, hier kommt es wirklich drauf an. We'll head now to the home half of inning number 3. Northwest Arkansas out in front, 3-0. Das ist wirklich für uns momentan dieser Fielding Percentage so wichtig, dass wir in der Defensive gute Arbeit leisten. Deshalb, es interessiert mich nicht mal so, wenn ich momentan am Schlag mal selbst nicht gut bin. Aber in der Defensive, da muss heute einfach alles klappen und da muss in den nächsten Spielen alles klappen. Damit wir haben noch 6 Tage Zeit, bis die nächste Bewertungsperiode kommt und bis dahin muss das einfach alles stimmen. So, jetzt wird es natürlich ein bisschen tricky, weil der von der Second Base läuft hier gleich vorbei. Oh, ja. Ja, das in der ersten Base war, glaube ich, knapp. Das war, glaube ich, knapp. Ich weiß nicht, ob der rausgeflogen ist. Das können wir uns mal in der Wiederholung anschauen. Das gucken wir uns tatsächlich mal in der Wiederholung an. So, ey, die haben auch pinke Schläge. Also ich denke, es liegt wirklich am Muttertag. So, der Ball fliegt nach da. Ich habe... das können wir uns ja auch nochmal anschauen gerade. So, wir sehen es hier nochmal. Ich habe es auch wieder so ein bisschen verdasselt, habe ich es. Also,
der Ball kommt an, zack, das springt er mir wieder aus der Hände. Also, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sowas passiert. So, der ist definitiv raus, ohne irgendeine Frage. Und das war jetzt hier die interessante Position. Der Ball, ja, er war, wir sehen schon, Fuß ist auf der Home, auf der Plate, bevor der Ball gefangen wird. Ja, also war der noch drin. Das Double Play hat also nicht funktioniert. Ja, der hilft auch überall hin, der Kerl. Ja, ja. Das nenne ich einen guten Lauf, liebe Freunde. Das nenne ich einen sehr guten Lauf. This is a good sign that he might be ready to break out of this slump of his. I can almost guarantee you that he talked about this with his hitting coach. Take the ball the other way, use the whole field. You can do that, good things will start happening. Ja, sehr schön. Der Ball lief jetzt zwar ins Aus, also wenn ihr euch jetzt fragt, warum war der nicht aus, aber der ist ja im Feld aufgekommen, also toller Anfang an der Stelle. Jetzt gucken wir mal gerade, wie sieht es momentan aus. Ein Aus auf unserer Seite, das heißt, hier ist wirklich noch alles drin in dem Spiel. Das heißt, es könnte tatsächlich schaffen, dass wir mal wieder eine Überrundung schaffen. Aber es, ja, der war definitiv Fehler für den Pitcher. Ja, wir sehen schon, 1-0. Das Problem ist natürlich jetzt wieder, es kommt komplett darauf an, wie schlägt sich unser Kollege da vorne. Ja, auch ein Fehler für den Pitcher, ohne Frage, extrem tief geworfen. So, ja gut, ich meine, ich habe ja kein Problem damit, wenn der jetzt hier noch einen Fehler macht und wir dürfen alle eine Base weiterrücken. Ja, das war ein Strike, definitiv. Sah man ja, der flog schon relativ hoch. Ja, von hier sieht man es deutlich leichter. Vielleicht sollte ich einfach die Kamera hier hinstellen, wenn ich selber am Mal bin. Na, Fehler. Oh, 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 oh. Das läuft hier nicht gerade gut. Und es liegt nicht in unserer Hand. Was ich ja wirklich immer noch erstaunlich finde, ist, dass wenn wir in der Defensive sind, trifft die KI... Oh, der Ver... Drin. War ich drin? Ich war drin, oder? Ja, ich war drin. Leute, das Ziel ist in Reichweite. Das Ziel ist sowas von in Reichweite. Und ihr habt es gesehen, ich hatte während des letzten Videos mal dieses, die automatische Rutschautomatik ausgestellt. Das heißt, ich entscheide jetzt selbst, wann ich reinrutsche. Und das war hier eine gute Entscheidung, denn Rutschen war hier mehr als wichtig, um gerade diese Base uns zu holen. Ich glaube, wir können uns mal ganz kurz anschauen. Wir gucken mal ganz kurz. Ist ja nicht. Achso, ach, schade, ist. Sekunde. Sekunde, das ist ja. One Hero Double to Left, das müsste der sein, oder? Gucken wir mal ganz kurz. Ja, genau. Das ist auch gut. Relativ kurz geschlagen, der Pitcher holt sich den Ball. In dem Moment muss er natürlich überlegen, was macht er? Wirft er hier rüber und haut ihn raus, was zeitlich definitiv drin wäre. Auf der anderen Seite bin ich natürlich die größere Gefahr. Dadurch, dass ich jetzt zu Third laufe, bin ich natürlich näher... Oh, guck mal, selbst... Ach, nicht, das ist der Schläger. Bin ich natürlich relativ nah dran, hier den Punkt zu machen. Das heißt, er muss zurückwerfen. In dem Moment entscheide ich mich natürlich zu rutschen. Und das ist echt eine... Schaut euch das mal an. Das ist eine... Ach, das ist eine, so eine kurze Entscheidung hier. Hui. Hui, 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 hui. Ja, spannendes Spiel heute bisher. So, hoffen natürlich jetzt das Beste, dass hier der Kerl an der Plate... Also, eigentlich spricht momentan alles für uns, denn muss an der Stelle sagen, wir haben ein Out auf unserer Seite. Das heißt, selbst wenn der Schlagmann jetzt das Ding komplett verbrasselt, dann ja, sind wir immer noch nicht raus, sondern immer noch eine Chance. Oh, der war tief. Also, zweiter Fehler für den Pitcher. Also, der Pitcher ist gut. Gegen den möchte ich auch nochmal eine Platte antreten, denn bei dem kann man definitiv sicher sein, dass er nach unten wirft. Da kann mit dem Guest-Pitching, glaube ich, eine Menge rausholen. Ja, ich glaube, der war auch tief. Nee, das war ein Strike, okay. Er ist natürlich schwer von so einer Position aus zu sehen. Da kann ich natürlich auch nur so ein bisschen meinem Auge vertrauen. Ja. Strike, sieht so ein bisschen nach Strike aus, ja. Ja, und jetzt wird schon wieder kritisch. Das heißt, noch ein Strike und unser Schlagmann ist raus. Drücken wir ihm mal die Daumen. Ja, wir haben es geschafft. Sehr schön. Wir haben eine Runde geschafft. Ja,
Ja, Punkt! So one run on two hits, one error, and a runner left on. We played four full, and we are all tied at three apiece. Ja, das lief auch jetzt gut, Leute. Das lief mal richtig gut. So, springen wir mal zu unserem nächsten Einsatz. Verteidigung an der Stelle. Ach, endlich mal einen kompletten Run geschafft. Also das macht mich tatsächlich gerade sehr froh und herrlich, herrlich. So, wir haben einen auf der First Base stehen. Das heißt, wir gehen wahrscheinlich aufs Double Play. Raus und raus. Ja, sehr schön. Ach. Also ich will es jetzt hier, ich will es nicht zu früh sagen, deswegen sage ich jetzt nicht. So, no runs, no hits, no errors and no one left. Home half of the fifth coming up and we are all tied at three apiece. So, deswegen sage ich jetzt nicht die berühmten Worte, es wird schon. und freue mich einfach darüber, dass wir eine einigermaßen solide Leistung bisher abliefern. So, ja, ich glaube, das ist der, ich glaube, wir haben einen neuen Pitcher auf dem Feld. Wir schauen natürlich erstmal, wohin wirft er ungefähr. Mittig, okay, gut zu wissen. Das heißt, wir gehen auch mal auf die Seite mit unserem Guest-Pitching. Ja, tief, den habe ich gesehen. Ja, und ihr merkt, momentan, ich will nicht sagen, dass ich jetzt wirklich ein Auge dafür entwickle, was ein Ball ist und was nicht, aber manchmal hat man halt doch schon so, ja, so eine Eingebung. Manchmal sieht man es, aber selbst im echten Baseball... Warum schlage ich den denn, wenn die Warnung kommt? Das war doof. Selbst im echten Baseball, wenn ihr euch da mal ein Spiel anschaut, das ist häufig, dass man wirklich sieht. Dup-di-dup-di-du. Dup-di-dup-di-du. Ja, ich glaube, wenn mich nicht alles... So not the start to the inning he was looking for as he got the strikeout, but the runner reaches anyway. Ja, ich glaube, was hier passiert ist, ist, glaube ich, ich zeige euch das mal ganz kurz, wenn wir ins Replay reingehen. So, wir gucken mal ganz kurz. Der Ball kommt geflogen. Und wie wir sehen, ich habe es verbrasselt. Hab also daneben geschlagen. Dadurch, dass ich den Ball aber nicht so richtig getroffen habe, hat hier der Catcher den ich gefangen. Und der muss den Ball natürlich haben. Das heißt, in dem Moment kann ich die Chance nutzen, loslaufen, während der Catcher sich versucht, den Ball zu holen. Und dann hat er natürlich nur noch die Möglichkeit, zu First Base zu werfen, wo ich aber schon drin bin. Das heißt, in dem Fall tatsächlich Glück im Unglück für uns. Unsere miserable Laufleistung, die hier ja an der Stelle so ein bisschen dadurch ausgeglichen wird, dass ich so beschissen geschlagen habe. Sind wir doch mal ganz ehrlich. So, und ich überlege gerade, wollen wir versuchen zu stehlen? Komm, versuchen es mal. Na, versuchen es jetzt mal beim nächsten Versuch. Das war ein bisschen schnell alles. Ja, ich glaube, das war nichts. Ich glaube, das war nichts. And this throw had to be on the money because this guy got out of the blocks pretty quickly that time over at first. But this throw is an absolute pearl. Never gets more than 5-6 feet off the ground and he guns him down. Ja, schade. War aber ein guter Versuch an der Stelle und es war ja eine knappe Entscheidung. So, Verteidigung, jetzt geht's natürlich wieder um die Wurst. Eine Currywurst oder eine Krakauer. Kinders. Oh, sehr schön aus der Luft gefangen. Ey, das läuft ja heute, also, sagt's nicht. Sagt nicht, dass der Sascha gesagt hat, es läuft perfekt, aber das läuft heute gut. So, jetzt noch einigermaßen, ja. Och ja, liebe Kinders, das läuft ja heute wie am Schnürchen. Yeah, just a nice job of hitting that time. You can see he's got a strong top hand there and he just hooks this one into the hole for a two-out single. Ja, ich bin absolut begeistert, wie flüssig und gut das heute läuft. Jetzt haben wir ein kleines Problem und zwar nähern wir uns in 15 Minuten. Ihr wisst ja, 15 Minuten so Part können momentan nicht länger sein, aufgrund von YouTube-Beschränkungen. Das heißt, ich muss hier leider einen Cut machen. Wir machen beim nächsten Mal genau in dem Spiel weiter und ja, bis dahin. Ciao.